Schule ist noch gefährlich. Schule ist an sich gefährlich, ne? Ich wusste es immer. Schule ist gefährlich. Und selbst bei Animation Throwdown ist Schule gefährlich. Das macht mich kaputt. Alright, Leute, willkommen zurück zu Animation Throwdown und das Kartenspiel mit Cartoonfiguren. Ich habe die Aufnahme schon gemacht, aber leider ist der Anfangsteil der Aufnahme kaputt und da fehlt die ganze Einleitung und so ein bisschen habe ich erzählt, den aktuellen Stand des Spiels, dass Halloween vorbei ist und so weiter. Das fehlt aktuell. Das ist leider kaputt. Restliche Teil ist okay, deswegen ist hier ein kleiner Schnitt drin, wo jetzt das Video einfach so anfängt, mitten in einem Arena-Match, was ich zuvor angefangen habe, aber es ist trotzdem eine schöne Folge. Viel Spaß damit, mit ein paar Pack-Openings und nice Karten und nice Matches. Yeah. Ich habe gerade gemerkt, dass die Aufnahme irgendwie total seltsam war. Der ganze Sound war abgebrochen, der Zähler hat nur sehr wenig hochgezählt. Keine Ahnung, was jetzt mit da drin ist in der Aufnahme, was ich davon wiederverwerten kann. So, ich befürchte mal fast nichts. Ich habe jetzt diese super coole Kiste bekommen und fünfmal Brian. Ich habe keine Ahnung, was jetzt in der Aufnahme funktioniert oder nicht. Gut, dass ich sie erst entdeckt habe, nach ungefähr 5 Minuten Spielzeit. Okay, coole Kiste, Brian Level 4. Und jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Sieh dir einen Werbegang, um diese Kiste voller Goodies zu beöffnen. Okay. Danke für das Ansehen. Deine Belohnung wurde freigeschaltet. Und gib mir eine schöne Legendary. Es wäre echt so awesome, wenn ich hier eine Legendary reinkomme. 1500 Münzen, ein Benzinkanister, eine Bierflasche. Okay, what? Also in dem Spiel kommt echt Content rein, muss ich sagen. Seit ich mit das Spiel angefangen habe, ist hier echt so einiges reingekommen. So, was haben wir hier? Gründerpaket. Vielen Dank für das Spielen des Spiels im ersten Monat nach dem Start. Ah, super nice. Okay, dann öffnen wir das mal. Mal gucken, was wir bekommen. Bitte ein paar Karten. 1000 Münzen, ein Benzinkanister und einmal Bierflaschen und... Oh, keine Legendary. Ihr seid aber stinkig, ey. Ihr hättet mir auch ein Legendary geben können. Arena-Auffüllung plus 10 und Energieauffüllung plus 10. Oh, da sind ein paar neue Gegenstände reaktiviert. Forschungsbeschleuniger, den kann ich irgendwie nicht aktivieren. Der ist schon aktiviert. Und wir haben hier noch ein Pumpkin Pack. Danke, dass du das gespielt hast, als Halloween rauskam. Nice, das freut mich. Das sind echt so ein paar Bonus-Dinger, wo man weiß, dass das Spiel irgendwie lebendig ist. Epic Dress Rehearsal, nice. Wir kriegen eine neue Epic, die noch nicht mal eine deutsche Übersetzung hat. Das ist super. Bestes Ding, Halloween. Sofort schmeiße ich das Ding in mein Deck rein. Nice. Ja, es ist schon so lange überfällig, dass ich mal wieder eine schöne neue Karte kriege. So, 20 Mäuse schmeißen wir auch raus. Alle Doppelten fliegen aus dem Deck, beziehungsweise aus der Sammlung. Da ist Beta, du kommst gleich rein. Drogen sind schlecht, schmeißen wir raus. Fry ist zwar Level 2, können wir irgendwann mal vielleicht kombinieren. Wir haben jetzt ein bisschen Verschwendung von Splittern, wenn ich den sofort jetzt löschen würde. So, das auch noch raus. Und da, okay, das wird langsam. Ich krieg richtig Platz. Wie viele rote Kombis habe ich? Alright, das ist ja richtig mal Platz gemacht, ne? Zink, so. Und wo ist meine neue Epic-Karte? Komm bitte ins Deck. Ja, komm zu Papa. Pumpkin Pack war nice. Gründerpaket war halb nice, aber das war nice. Schön, wir haben eine neue Epic-Karte im Deck. Und weil die episch ist, werten wir die mal auf. Machen wir mal Level Up. Schon 20 HP, das ist ein richtiger Tank. Und der hat noch Motivationsding-Skill, ne? Die Musiknote, oder? Das boostet andere Einheiten in deinem Feld. Ist auch super praktisch. Nice. Wir haben eine englische Karte bekommen. Dress Rehearsal. Und warum auch immer, gibt es keine deutsche Übersetzung dafür. Aber das Spiel entwickelt sich schnell. Ich muss sagen, das Spiel entwickelt sich echt schnell. Seit ich das Ding angefangen habe, sind hier echt neue Dinge reingekommen, die es vorher nicht gab. Und es entwickelt sich deutlich schneller als Clash Royale. Clash Royale ist vergleichsweise sehr langsam, was das angeht. Was mich freut, das freut mich. Und Luis gegen Luis. Luis Verteidigung. Jetzt packen wir Jean. Yes, wir haben Jean im Deck. Nice. Jean im Deck. Wenn jetzt noch Pizza... Oh, fuck. Motivations-Jean ist Jean Leader, beziehungsweise ist eigentlich auch ein ziemlich nicer Skill, aber... Shit, ich brauche was. Ich brauche gegen diesen Typen da. Der wird böse. Der hat eine Vierer-Falle. Der hat einen Zweier-Handschuh. Shit, Alter. Und jetzt kommen noch mehr Karten rein. Ich muss mich hier durchboxen. Das wird ein schweres PvP-Match. Ohne Scheiß. Wenn jetzt irgendwie Pizza Overlord reinkommen könnte, irgendwann. Günther! Okay, Musiknote, aber nur für Futurama-Karten. Ich hasse diese Karten, die nur aus einem Deck die Karten boosten und nicht alle Karten. Okay, ich kriege hier Damage und Damage und Damage. Zack, die erste ist schon weg. Der hat schon 4 Karten auf dem Deck. Das wird super böse. Super böse. Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Ich muss erstmal durch diese Verteidigung da durch und es kommt einfach nicht durch. Boxerin Louis wird auch. Die hat nur auch einen Zweierhandschuh. Ah, fuck.
Okay, mach ich, das ist halt das Problem bei dem Spiel. Sobald man irgendwie so eine Masse erreicht hat, kommst du einfach nicht durch. Und ich kriege hier einfach kein Combo, das mir hier aktuell gerade hilft. Und sein Deck ist voll gefüllt. Okay, das können wir aufgeben. Das kriege ich nie im Leben durch. PvP-Match verloren. Nein. 78 Trostmünzen. Na Gott, na Gott. Kann passieren. Nächstes Mal schon wieder Luis. Ja, ja, die doch schon dann. Ich will meine neue Epic-Karte testen. Die ist nice gewesen. Die, beziehungsweise die sah nice aus. So, Luis, Verteidigung. Da ist er. Dress Rehearsal. Nice, Peter. Come on. Du schaffst das. Du hast einen Zweier-Motivations-Skill. Und du bist ein Tank. Bei dir kommt keiner durch. Und ich muss Kombos erforschen für den. Oh, das kann ich jetzt endlich mal über Nacht machen. Die dauern 6 Stunden, die großen Kombos. So, ich mache hier mal den Burger. Der hat einen Tank. Da, Peter boostet um zwei Dinger, ne? Das ist nice. Und der Elsas Feind-Cousin wird auch noch heil machen. Und die ist fast tot. Shit, ist fast tot. Beef Scorch, nice. Zweier berauscht leider nur, aber besser als nichts. Ah, aber der hat schon 7 Damage. Der Junkie hängt, hat schon 7 Damage. Und mein Beef Scorch ist tot. Fuck, das war nicht geplant. Come on, du musst dich durch die Verteidigung da durchbrechen. Nur noch 1 HP, Mann. Ich hasse diese Verteidigung, die macht das Spiel super, super schwierig. Bis dahin war das Spiel eigentlich super easy. Tennisball, nice. Nice, nice. Ich habe 2 Epics auf dem Deck. Easy going. Das wird's jetzt. Das wird's jetzt. Brian wird sich selber heilen. Peter ist ein Tank. Der kommt eh nichts durch. 20 HP. Ich muss nur da jetzt eine kleine Defense aufbauen, weil die Karten machen mich kaputt, obwohl ich. weil ich keine Karten zur Defense habe, ne? Das ist ein 2er Damage. Zack, zack, zack. Was haben wir hier noch? Mac und Pizza Overlord geht nicht. Luan und Pizza Load geht. Bedienung. So, zack, geht doch, geht doch. Wir boxen uns langsam durch. Aber er auch. Ich brauche mehr Defense. So, noch eine Karte auf dem Set. Zack, zack, yes, wir boxen uns, nice. Schule ist noch gefährlich. Schule ist gefährlich. Schule ist an sich gefährlich, ne? Ich wusste es immer. Schule ist gefährlich. Und selbst bei Animation Throwdown ist Schule gefährlich. Es macht mich kaputt. Alright, wir kriegen Sieg. 25 Points. Arena Points und wir rutschen noch. Kann ich eigentlich Brian verwenden? Ich habe hier vorhin. Oh, täglich 3x Arena spielen. Nice. Nice. Kriegen wir ein bisschen Money. Money ist immer gut. Ich habe doch vorhin Brian gemacht. Nee, aber ich glaube, der ist ganz hinten. Ah, nee, Arena 7. Dann habe ich einen Level 4 Helden. Nice. Und dazu noch Family Guy. Habe ich ein Family Guy Deck? Ne, meistens ist mein Deck eigentlich Bob's im Burger. Oder Bob's Burger einfach nur. Family Guy habe ich gar nicht so viel, außer ich Peter jetzt, aber der boostet alle Karten, nicht nur Family Guy. Wir haben Jean. Ja, nehmen wir Jean. Ich muss mich durch diese Verteidigung so schnell boxen, wie es nur geht, deswegen nehmen wir Peter Copter. Der hat einen 6er Damage und eine Bombe. Und warten darauf, da mit den Dingens hier, mit Jean, bis ich hier den passenden Combo habe. Bums, ein bisschen Damage. So, sobald ich durch die Verteidigung durchgebrochen habe, ist das aber eigentlich ganz okay. So, Essence Truck und Megan ist Zyklusrad. Ja, machen wir mal. Zack. Okay, das sollte, sieht gut aus. Machen wir Damage. Da boxen wir uns durch. Der macht auch einen Peter Copter. Schlecht. Super schlecht. So, Haley und macht einen 3er Handschuh. Ah, ich sag's hier einzeln aus. Die hat einen 1er Burger. Das heißt, sie kann uns heilen. Und da kommt jetzt Lieferjunge. Okay, das. Ehrlich gesagt, war ich von Peter Copter. Hatte ich mehr Angst als vor dem. So, wasserspeiender Junge. Jäger, nicht Junge. So, das rollt. Nice, people. Match is done. Es gibt so einen Punkt, da merkt man, das Match ist gewonnen und dann brechst du das Ding durch. Und außer es kommt Schule, dann Schule ist gefährlich. Das ist OP. Schule ist OP. Crack. Nice. Und jetzt kommt noch ein Jean. Jean. Oh, da war. Jean Leader ist auch ein sehr starkes Combo. Ich finde Jean echt eine gute Karte. Jean Leader ist ein gutes Combo, weil es diesen Motivations-Skill hat. Es boostet andere Einheiten. Und wir kriegen noch eine Kiste mit Werbung. Nice. Die ist echt neu, die war vorher nicht da und freut mich, dass es jetzt ein bisschen mehr Content gibt. Danke fürs Ansehen, danke auch. Gib mir eine epische Karte und es wird episch. Es wird eine epische Folge. Und ein Benzinkanister, schade. Aber damit kann man ein bisschen boosten, mehr Energie holen und so weiter. So, machen wir noch ein Pack-Opening, Leute. Ich habe Bock auf ein Pack-Opening. Ich habe 38.000. Ich habe mehr Gold, als ich Plätze im Deck habe und das ist schade. Was haben wir hier? Ich will auf jeden Fall diesen Kartenbooster da mal haben, irgendwann mal, dass ich die. Okay, 14 Packs können wir aufmachen, 14-faches Pack-Opening. Nicht krass viel, aber komm mal, mach auf. Das ist Luis, gewöhnlicher Splitter. Oh, was Neues, endlich mal, habe ich schon. Nochmal Luis, doppelt gewöhnliche Splitter, Geld habe ich auch schon. Bullock, gewöhnliche Splitter, Bodenfahrzeug, gute Fees, alles habe ich schon. Es kann doch nicht sein, dass es so wenig Karten gibt.
Wargraf-Schule, Mars-Universität und Bietercopter, Haley und... Oh, keine epische... aber viermal selten von Karten, die ich schon alle habe. Kaufe 3 Pakete täglich. Okay, habe ich gemacht. Kriege ich nochmal 500 Münzen. Und ich muss ein paar Karten rausschmeißen, dann können wir noch ein paar Packs aufmachen. Vielleicht schaffen wir 20 Packs heute noch. So, wir haben ein bisschen Platz. Lass uns die nächsten Karten aufmachen. Pack Nummer 15. Boom, nutzlos. Pack Nummer 16. Boom, nutzlos. Pack Nummer 17. Boom. Und immer noch nutzlos. Mein Gott, ich habe so das Gefühl, es gibt keine anderen Karten, oder? Kommst du dir nur so vor, oder warum kriege ich immer wieder dieselben? Ich habe so das Gefühl, da gibt es noch hunderte, die ich nicht habe und ich kriege immer wieder dieselben. Egal ob grau oder selten, es sind immer dieselben. Bams, ich glaube, mir fehlen immer noch nur noch die Legendaries, sonst habe ich alle. Noch ein Pack, das... Oh, Rogers Laden, endlich mal was Neues. Sag ich doch, ich wusste doch, dass es noch was gibt. American Dead habe ich so gut wie nix. Fukinawa habe ich, glaube ich, auch, hatte ich mal, ne, weiß nicht mehr. Und gewöhnlicher Splitter. Und was selten ist, Mars Universität. Mann. Okay, aber das waren mindestens 20 Packs. Das waren 20 Packs. Wir haben eine neue Legendary. Wir machen Fortschritt in der Arena. Wir kriegen kostenlose Pumpkin Packs und was weiß ich nicht. Alles, alles super nice Folge. Wir haben echt wieder alles dabei. Das Spiel besteht hauptsächlich eigentlich aus Pack Openings, oder? Ich finde, man kann hier mehr Pack Openings machen als Spiele. Und vielleicht kommt ja mal wieder eine neue Herausforderung, hätte ich Bock drauf. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier taucht jetzt im Video noch ein paar Videos, Fenster auf, dort könnt ihr draufdrücken, sogar mit dem Smartphone. Würde mich freuen, wenn ihr in die anderen Videos schaut. Abonniert mich, wenn ihr die anderen Videos natürlich auch nicht verpassen wollt. Und dann, es geht mehr Flosse, flopp.